heute darüber diskutieren, ob die Insel der Seligen voller sozialer Hängematten hängt oder ob wir ein drohendes Armutsproblem haben, wie verschiedene NGOs in diesem Land warnen. Sozialleistungen haben natürlich eine sehr hohe Bedeutung. Sie haben vor allem also aktuell eine ganz zentrale Bedeutung, weil es ja um die Bewältigung der Krise, auch um die soziale Bewältigung der Krise geht. Und gerade vor dem Hintergrund ist es natürlich besonders wichtig, dass ein Sozialsystem funktioniert. Also wenn jemand den Arbeitsplatz verliert, dann brauchen wir einfach eine soziale Absicherung, der darf nicht ins Bodenlose fallen. Wenn irgendwie eine Umschulung notwendig ist, dann muss die irgendwie gewährleistet werden. Das ist ganz zentral für die einzelnen Leute, aber auch für die Volkswirtschaft insgesamt. Sind die Reichen daran schuld, dass es so viele Arme gibt? Also ich glaube, dass ein Schwenk in der Diskussion uns mehr als gut tun würde, weil die Frage der Armut, Armutsbekämpfung, wie viele Arme haben wir, die haben wir in allen möglichen Punkten aufgelistet, in sehr vielen Statistiken. Über die Reichen wissen wir eigentlich sehr wenig und wir lernen immer mehr, dass wir den Reichtum nicht angreifen sollen, weil das der sozialen Sicherheit nicht gut tun würde. Ich glaube, es wäre ein Schwenk in der Richtung zu diskutieren, wer ist reich? Und vor allem, wie können wir die Reichen dazu bringen, auch den Sozialstaat mitzufinanzieren, dass das äußerst notwendig wäre. In einem bestimmten Bereich der Gesellschaft ist die Arbeit mit Sozialprestige verbunden, nicht? Aber in einem bestimmten anderen Bereich ist sie gerade eben nicht mit Sozialprestige verbunden. Es gibt eine ganze Reihe von reichen Leuten, die eben eigentlich den Anschein zu vermeiden suchen, dass sie arbeiten, dass sie zumindest körperlich arbeiten müssen. Nicht? Also da ist sozusagen, es gibt dieses berühmte Veblen-Paradox, nicht? Conspicuous Leisure nennt er das, Thorsten Veblen, ein Sozialtheoretiker, ein sehr interessanter Sozialtheoretiker, nicht? Der gemeint hat, dass die Leute im Prinzip dann ihre Effizienz beim Arbeiten unter Beweis stellen, wenn sie nicht arbeiten müssen. Das ist ein bisschen eine verquere Logik, aber derjenige zeigt am besten, dass er sehr, sehr, sehr effektiv arbeiten kann, wenn er selbst nicht arbeiten muss. Also man muss die Sozialausgaben nicht senken, aber man muss sich doch immer wieder fragen, wie wird ein Sozialstaat finanziert? Es steht in der Bibel, geben ist seliger denn nehmen. Nur im Sozialstaat muss, was immer ich gebe, jemanden vorher wegnehmen. Und daher muss man sich die Frage stellen, gibt es für jene, die das Ganze finanzieren, auch einen Anreiz zu arbeiten und den Wohlstand zu erarbeiten, den man dann verteilt? Kein Mensch, glaube ich, sucht sich's aus, arbeitslos zu sein. Und die Gewährung der Mindestsicherung ist an Arbeitsbereitschaft gebunden. Wir wissen, dass viele Menschen nicht lange in Arbeitslosigkeit sind. Das heißt, das ist eine Überbrückung von der Akutsituation Arbeitslosigkeit hin wieder zum Arbeitsmarkt. Und dass eine soziale Hängematte zu diskutieren ist indiskutabel und entspricht nicht dem, was der ÖGB sich vorstellt, wie man mit Menschen, die Arbeit verloren haben, umgeht.